werden ja auch ein bisschen als Papierterroristen bezeichnet. Einige wollen einfach Steuern sparen. Ich zahle keine Steuern, solange 90% unserer Abgaben für den Krieg in uns sind. Geschichtsrevisionisten, die Rechtsextremisten, die Antisemiten. And Jesus identified the Jews as the literal children of the devil. Erst wenn wir unsere Lage erfasst haben, werden wir wissen, was zu tun ist. Da wir ja Gott sei Dank Meinungsfreiheit haben in diesem Land. Ihr Chef bin ich. Und jetzt bitte gehen Sie hin. Menschen, die die Bundesrepublik für eine Firma halten. Die glauben, es hätte nie einen Friedensvertrag gegeben, keine Steuern bezahlen und lieber einen eigenen Fantasiestaat ausrufen. Hiermit schwöre ich den heiligen Eid, dem Schöpfer allen Seins, seiner Ordnung und den Menschen zu dienen. Reichsbürger galten allenfalls als Spinner. Bis die Situation im Herbst 2016 eskalierte. Du sollst hier auf den Boden legen! Zunächst bei der Zwangsräumung durch das SEK bei Adrian Ursache. Schüsse! Und nur 2 Monate später bei der Ermordung eines Polizisten durch Wolfgang Plan. Es gab eine fette Explosion in der Früh. Also ich hatte eine richtige Explosion, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Der ganze Boden hat gebebt. Dann leuchtet die ganze Tür. Die ganze Tür war hell erleuchtet mit allem drum und dran. Die hat sich richtig durchgebogen, die Tür, und dann gab es an der Tür doch mal eine Fensterexplosion. Und dann ist mal schwarz von vorn und ich habe einfach durch die Tür durchgeschossen. Mittlerweile sind Reichsbürger nicht mehr nur Spinner, sondern eine Gefahr. Die BRD ist im Krieg, nicht die Deutschen. Wir müssen endlich die Dimensionen wechseln. Neuer König des neuen Königreichs Deutschland. Die Deutschen haben keine Grundrechte. Solange wir keine rechtsstaatliche Ordnung haben, haben wir halt nur einfach Firmenrecht. Die Staatsverweigerer von staatenlos.info sind mit ihrer Dauermahnwache vor dem Reichstag ein gewohnter Anblick in Berlin. Mein erster Anlaufpunkt bei der Suche nach der Reichsbürgerszene. Hallo, ich arbeite an einer Dokumentation über Reichsbürger und Selbstverwalter. Kein Interesse. Nö, müssen Sie da reingehen bei den Fragen, weil die oder beim Bundesverwaltungsamt, da sind Sie gut aufgehoben. Nicht für die BRD-Firma. Wir bezahlen auch keine Steuer für Tierversuche oder für irgendwelche Jäger oder Tierquälereien. Oder Sie bezahlen also keine Steuern? Ich zahle keine Steuern, solange 90% unserer Abgaben für den Krieg in uns sind. Es muss Schluss sein mit dem Faschismus. Wir wollen kein Geld, wir brauchen gar kein Geld. Wir brauchen Liebe untereinander. 5 Mordversuche ohne Goldgegenlage. In diesem Nazisystem. Das, was Reichsbürger auszeichnet, ist ein gewisses querulatorisches und manchmal auch im Verbalen aggressives Verhalten gegenüber den Sachbearbeitern und Sachbearbeiterinnen in den kommunalen Verwaltungen. Eine Diskussion mit Reichsbürgern ist in der Regel nicht möglich, weil sie versuchen, ihre Auffassungen zu transportieren und sind für Gegenargumente überhaupt nicht aufgeschlossen. Janis? Guten Morgen. Welches Schiedsgericht ist für Sie zuständig? Welches Schiedsgericht? Ja. Für uns ist kein Schiedsgericht zuständig. Natürlich, das muss ja. Sie sind ja nicht grundrechtberechtigt. Schönen guten Tag. Ich muss ein Dienstgespräch mit Ihnen führen. Und zwar habe ich ein Schreiben von Ihnen bekommen. Ein Fändungsbeschluss soll das hier sein. Ja. Da haben Sie angekreuzt, Sie beziehen sich auf die Justizbeitreibungsordnung in Verbindung mit der ZPO. Ja. Ja, da mache ich Sie jetzt mal darauf aufmerksam, dass die Justizbeitreibungsordnung von 1937 ist. Das ist Nazi-Gesetz. Nazi-Gesetz ist verboten laut dem geltenden Besatzungsrecht Schäf. Gewerbeabteilung, Tag. Tag. Ich brauche eine kurze Auskunft, bitte. Ja, was für eine Auskunft? Und zwar möchte ich ein Gewerbe bei Ihnen eröffnen. Das ja, ist ja möglich. Was für ein Gewerbe? Ein Gerichtshof zum Beispiel. Wenn Sie eine Rechtsauskunft wollen, wenden Sie sich bitte an einen Rechtsanwalt. Der Bundesgerichtshof ist dazu. Habe ich schon gemacht. Es gibt keinen Rechtsanwalt, der überhaupt Recht vertreten kann.
Okay, also nun bleiben Sie mal ruhig. Sie dürfen keine Rechtsauskünfte erteilen. Ja, wenn Sie das nicht machen. Ja, nein, Sie beenden das nicht. Sie werden ja auch ein bisschen als Papierterroristen bezeichnet. Das heißt, da legt man schon mal gern 100 Seiten aufs Fax und schickt die ans Gericht. Durchgesetzt hat sich der Begriff Reichsbürger als Sammelbezeichnung. Vor allem wegen den Vertretern, die an die alten Grenzen des Deutschen Reiches glauben. Gerecht wird dieser Begriff nicht allen in der Szene. Dafür sind die Ideologien zu vielfältig und die einzelnen Akteure zu verstritten. Was sie eint, ist die Fixiertheit auf angebliche und veraltete Gesetze. Meines Erachtens spielen die sich zu einer Art Jurist auf, meinen das Gesetz besser zu verstehen als diejenigen, die gerade mit dem geltenden Gesetz operieren und wollen darlegen, dass Gesetze entweder nicht mehr gelten, weil sie alt sind und ausgelaufen sind, oder erfinden neue Gesetze hinzu und wollen dann darlegen, dass diese neuen Gesetze, die sie sich selbst ausgedacht haben, gelten. Good morning, my name is William Allen Richard Sequacy Magesa Kudenis. I stand before you today under duress and I object to entering your area of the courtroom. But I will do so out of respect for you as a person and not as my true authority, as I am a sovereign child of God. Der kanadische Richter J.D. Rook prägte dafür 2012 den Begriff pseudolegal. Es gibt diesen Begriff eigentlich schon seit dem Jahr 2012. Da ist er geprägt worden in einem berühmten Gerichtsverfahren. Mietz gegen Mietz hieß das. Und da wollte ein Reichsbürger in Amerika nicht anerkennen, dass er verurteilt worden ist in einem Scheidungsverfahren. Und er hat dann alles geleugnet, was der Richter ausgeurteilt hat. War sogar der Meinung, er geht als freier Mann aus dem Gerichtsverfahren. Aber der Richter hat das nicht auf sich sitzen lassen und hat auf 185 Seiten dezidiert dargelegt, warum all das, was dieser Mensch vorgebracht hat in dem Prozess, nicht auf wahren Gesetzen beruht. Pseudolegale Aktivisten sind eine weltweite Bewegung, die in Deutschland bislang nur unter dem Begriff Reichsbürger aufgefallen sind. Der Verfassungsschutz schätzt die Gesamtzahl der in Deutschland aktiven Reichsbürger auf etwa 18.000. Die Reichsbürgerszene ist eigentlich eine sehr uneinheitliche, wie man so manchmal sagt, heterogene Szene. Einige wollen einfach Steuern sparen, Geld sparen, sind Mitläufer. Es gibt aber auch einige, die wir schon früher beobachtet haben als Verfassungsschützer. Die Geschichtsrevisionisten, die Rechtsextremisten, die Antisemiten. Und dann gibt es auch noch einen kleinen Kreis von Profiteuren, Milieumanager nennen wir die. Ja, die verdienen sich eine goldene Nase. Da gibt es Rechtsberatung, Seminare für viel Geld und eben auch diese merkwürdigen Fantasieausweise. Ich nehme an einem Seminar von Peter Fitzek, alias Peter der Erste, teil. Wer in das Königreich Deutschland aufgenommen werden will, muss erstmal bezahlen. Knapp 100 Euro kostet ein Seminar. Auch wenn Peter Fitzek auf eigene Fantasiewährung setzt, Euros von seiner Gefolgschaft nimmt er immer gern an. Fitzek ist nicht nur oberster Souverän, sondern auch Geschäftsmann und lässt sich die Seminargebühr auf ein polnisches Konto überweisen, um so der deutschen Steuer zu entgehen. Ich filme das Seminar mit versteckter Kamera, bevor ich ihn im Interview zu seinen Theorien befrage. Der Anfang war ja nicht ganz gut, fand ich. Erstens die Vorgehensweise, ohne mich zu fragen, beispielsweise das Tasse heim aufzunehmen. Und dann auch im Prinzip sich da als was anderes darzustellen und vorzustellen. Weiß ich, dass ich mit dem Reisepass der BRD, sondern mit meinem eigenen Reisepass. Wort kommt hier. Ja, könnt ihr ja sehen, da steht überall Peter der Erste, bin ich von Deutschland drauf. Und mein Wort kommt eins. Kann ich den mal sehen? Ja. Ich weiß ja schon seit Jahren, genau mein internationaler Reisepass. Den habe ich ja auch schon seit 2015, habe ich den zum Beispiel schon. Da steht auch Peter der Erste König von Deutschland. Nahezu jeder in der Szene scheint seinen eigenen Ausweis herzustellen. Von deutschen Reichspässen bis zu esoterisch-religiösen Pseudodokumenten. In Egenstedt bei Hildesheim hat einer der bekanntesten Dokumentenbastler der Szene seinen Sitz. Norbert Schittke ist selbsternannter Reichskanzler der Exilregierung Deutsches Reich. Seine Wohnung dient als sogenannte Reichskanzlei.
Hier weht der Muff der deutschen Vergangenheit durch das Haus. Na, nun, komm raus da. Das ist der Personenausweis. Wo wird der anerkannt? Überall, auf der ganzen Welt. Den kriegt nur ein Deutscher oder eine deutsche Frau. Aber das sollte man unbedingt haben, damit sie dann auch, wenn hier mal was ganz was anderes passiert, Ruhe behalten. Ich benutze diese Ausweisdokumente zum Beispiel, um im internationalen Reiseverkehr von A nach B zu kommen. Ob ich nun diesen benutze, ist eigentlich völlig egal. Und das ist ein internationaler Presseausweis. Das ist bei einer ähnlichen Presseagentur wie bei Ihren. Wird genauso Peter der Erste, König von Deutschland, geschrieben. Ich habe hier so einen Reisepass des Königreichs Deutschland, genau. Und da habe ich jetzt mal ein paar Reisen unternommen. Es gibt mittlerweile Gerichtsurteile beispielsweise, wo man das hier sieht zum Beispiel. Ja. Und da haben wir mal ein Beispiel, da steht hier ganz genauso Landgericht der Sarossau Stiftung, Königreich Deutschland, vertreten durch den Treuhänder Peter, Menschenbundes Thorsten Erika aus dem Hause Fitzek. Und Peter Fitzek nur noch in Klammern zum Beispiel, wo ich einfach merke, gut, das sind keine Ausnahmefälle mehr. Das ist ganz normal. Das ist ja Königreich Deutschland, Peter der Erste, König von Deutschland, steht hier drin im Prinzip, ja. Und hier ist mal meine Rückflugbordkarte von Germanwings hier noch beispielsweise, wo ich mal aus Mallorca zurückkam, als König von Deutschland ohne Probleme gereist bin. Wenn ich natürlich nur innerhalb Europas reise, dann muss ich oftmals gar kein Dokument vorzeigen. Wenn ich außerhalb Europas reise, dann muss ich schon einen Reisepass vorzeigen. Da kann es höchstens passieren, dass die Mitarbeiter der Fluggesellschaft nicht ordentlich hinschauen. Es ist schon möglich, dass man unter einem Künstlernamen reicht. Und wenn man König Peter I. als Künstlernamen annehmen würde, dann könnte er darunter sicherlich reisen. Wenn allerdings das gesamte Dokument gefälscht ist, dann müssen die Mitarbeiter der Fluggesellschaften schon genau hinschauen und eigentlich auch checken, dass das kein korrekter Reisepass ist. Das ist hier zum Glück nur zweimal passiert und 2015 ist er dann ja auch aufgeflogen. Die Bundespolizei hat ihn damit nicht reisen lassen. Der Führerschein? Das ist immer das Begehrteste, was die Bullen unterwegs sehen wollen. Haben Sie damit nie Probleme auf der Straße? Ja, dass Sie mich immer stundenlang befragen, so wie Sie das jetzt auch tun. Übrigens hat Norbert Schittke, ganz anders als er behauptet, sehr wohl einen ganz normalen Führerschein. Haben Sie auch ein anderes Kennzeichen dann? Ja. Deutsches Reich. Dann den Amtsausweis. Das ist also kein Bullen oder ähnliches gibt, was hier rumläuft, was mir etwas zu sagen hat. Ich lasse sie dann immer bla 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 bla. Sollen sie mal? Und zum Schluss sage ich, bitte Ihren Amtsausweis. Haben wir nicht, sagt sie. Ich habe einen. Ihr Chef bin ich. Und jetzt bitte gehen Sie Ihren Weg. Fürst Norbert ist nicht der einzige und nicht der erste selbsternannte Reichskanzler. Sie ist vom ersten Tage an bis heute immer die Originale geblieben. So. Erster öffentlich auftretender Reichsbürger war Wolfgang Ebel, der schon 1985 sein Haus zur kommissarischen Reichsregierung erklärte. Lassen wir den hübschen Worten Taten folgen, damit wir selber alle auch tatsächlich begreifen, wer wir Staatsbürger des reichsverfassungsrechtlichen Staates Deutsches Reich sind. Ebels Thesen hatten großen Einfluss auf andere Scheinstaaten, zum Beispiel auf Horst Mahler und sein deutsches Kolleg. Mahler ist bekannt als Gründungsmitglied der RAF, wechselte aber später in die extreme Rechte und wurde Mitglied der NPD. Mit seinem deutschen Kolleg veröffentlichte er eine fiktive Verfassung für das von ihm angestrebte Vierte Reich. Erst wenn wir unsere Lage erfasst haben, werden wir wissen, was zu tun ist und was wir tun können. Und wenn wir es tun können, tun müssen, um als Volk zu überleben, aber das ist zu wenig, sondern um als deutsches Reich wieder handlungsfähig zu werden, um den Geist, der uns ausmacht, den deutschen Volksgeist, als eine Macht in der Welt, als eine geistige Macht in der Welt, wieder zur Wirkung zu bringen. Die klassischen Rechtsextremen mit Mahler und anderen früheren kommissarischen Reichsregierungen bestimmten die Anfangszeit der Szene. Heute ist sie vielfältiger, kryptischer. Eine Melange aus Verschwörungstheorien, rechter Esoterik und Antisemitismus. Du jetzt schaust, du bist ein Mensch
Und als Mensch darf keiner sich zwischen dich und den Schöpfer stellen. Und ich bin absolut nicht religiös, aber es ist nun mal die Schöpfung, die das Ganze erstellt hat. Und weil das System weiß, dass man sich nicht einfach auf den Menschen losgehen kann und sagen, so, gib Geld, gib das, gib jenes, haben sie eine Person erschaffen oder mehrere Personen. Ein gängiges Motiv unter den Staatsleugnern ist die Unterscheidung zwischen Mensch und Person, wobei die Person als Symbol für die Versklavung durch den Staat steht. Tatsächlich unterscheiden wir Juristen zwischen Personen und Menschen. Bei den Personen gibt es quasi zwei Arten von Personen. Natürliche Personen, das sind die Menschen. Und juristische Personen, das sind vor allen Dingen Vereine, Unternehmen wie GmbHs, Aktiengesellschaften. Viele Reichsbürger unterscheiden auch zwischen Person und Mensch, aber anders als Juristen unterscheiden sie danach, dass Personen ihrer Meinung nach sowas wie Sklaven sind und Menschen die freien Menschen sind. Deswegen würden sie auch niemals mit dem Vornamen und dem Nachnamen unterschreiben. Um sich als Mensch kenntlich zu machen, werden allerhand Absurditäten erfunden. Mal schreibt sich der Name mit Doppelpunkt, mal verbindet man seinen Namen mit einem Ahnennachweis. Vielleicht noch der Unterschied zwischen autografieren und unterschrieben. Ein Mensch autografiert und eine Person unterschreibt. Und was wäre das Autografieren bei einem Menschen, Fingerabdruck? Das ist dann das Siegel. Um zu verstehen, wo diese Theorien herkommen, müssen wir den Sprung über den Atlantik machen. Die USA waren in den 50er und 60er Jahren bestimmt vom Widerstand gegen den Zentralstaat durch rechte Organisationen und Steuerprotestler. Daraus gründete sich Ende der 60er Jahre die rechtsextreme Bewegung der Posse Comitatus, eine regierungsfeindliche bewaffnete Miliz, die sich auf die weiße Überlegenheit beruft. Ihr Vordenker, der antisemitische Priester William Potter Gale. And Jesus identified the Jews as the literal children of the devil. And the Jews are just what Jesus said they are. So I'm not going to let those Jews off the hook. Gale formulierte die ersten Theorien eines ungesetzlichen Staates. The law of posse comitatus provides for the lawful creation and existence of a citizen's posse in every county. In some instances of record, the law provides for the following prosecution of officials of government. He shall be removed by the posse to the most populated intersection of streets in the township. And at high noon be there hung by the neck. Diese Verfassungsauslegung wurde später vom Sovereign Citizen Movement übernommen. Militante Regierungsgegner und Verschwörungstheoretiker gegen die angebliche Tyrannei der Regierung. Why is freedom so important to us? Because man in his natural state is a free and sovereign being. And the reason for that is because there is nothing in nature that ordains one human to rule over another. Eine Untergruppierung der souveränen Bürger, die Freemen on the Land, bilden das direkte Vorbild der deutschen Staatsleugner. Sie entwickelten die Theorien, die das normale Gesetz ablehnen und sich auf das Naturrecht berufen. Ich glaube, sie berufen sich vor allen Dingen auf diese Systeme, weil sowohl das Naturrecht als auch das Seerecht als auch das Handelsrecht viel Gewohnheitsrecht enthalten. Und Gewohnheitsrecht ist eben nicht geschriebenes Recht. Es wird zwar angewandt von den Gerichten, aber es ist eben nicht geschrieben. Und das Tolle beim Gewohnheitsrecht ist, man kann da schön irgendwelche Gewohnheiten noch hinzudichten, die zwar von den Gerichten so nicht akzeptiert werden, aber wo es auch gar nicht so einfach ist, nachzuprüfen, ob das wirklich jetzt eine Gewohnheit im Seerecht ist oder nicht. Die Freemen sorgten dafür, dass die Ideen im Mainstream ankamen, auch in Deutschland. Wenn ich mich äußern möchte, dann schreibe ich einen Liedtext oder gehe auf meinem LKW, stelle mich irgendwo hin und äußere mich zu den Themen, die mich bewegen, da wir ja Gott sei Dank Meinungsfreiheit haben in diesem Land. Es war die Dauermahnwache vor dem Reichstag, bei der Xavier Naidoo 2014 auftrat und die Anlaufstelle für Staatsleugner aller Art ist. Was sie alle eint? Der Hass auf die Medien. Sie selber sind ja nur beauftragt, müssen jetzt dieses Interview machen oder irgendwie was versuchen reinzuholen. Da wird es den Reichsbürgerartikel vielleicht gebastelt kriegen, vielleicht auch nicht. Die Bevölkerung ist ja gar nicht aufgeklärt, dann bringen Sie doch endlich die Deutschlandfrage. Bringen Sie doch, dass das Deutsche Reich, die Bundesrepublik nicht der Rechtsnachfolger ist, dass das Deutsche Reich handlungsunfähig ist, dass wir 70 Jahre fremdbesetzt und verwaltet werden durch den Treuhand. Bringen Sie das bitte in der Bild. Danke.
Wir haben durch entweder Bekenntnis, Loyalitätserklärung, Gelöbnis oder Eid gesagt, wir ordnen uns der Schöpfungsordnung unter und bemühen uns darum, diese Schöpfungsordnung in die Welt zu tragen. Antisemitismus ist die Grundlage für die Reichsbürgerbewegung. Mit welchen Werkzeugen und Methoden halten Sie die Marionetten, die auf der Bühne der Geschichte stehen, gefangen, damit sie genau das machen, was sie wollen? Und aus Antisemitismus und aus rechtem Gedankengut entsteht immer Gewalt.